Das klare Ziel des FC Bayern in dieser Champions League-Saison ist, mindestens ins Halbfinale zu kommen. Wenn die Eingewöhnung unter dem neuen Coach Niko Kovac besonders gut klappt, dann soll sogar der Titel anvisiert werden. Die Auslosung der Champions League-Gruppen live auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Der Ausfall von Kingsley Coman trübt natürlich die Sicht auf den Henkelpott. Nun müssen andere beim deutschen Rekordmeister in die Bresche springen. Wer sich bei Bayern in der Vorbereitung besonders empfohlen hat, könnt ihr hier nachlesen. Eine Neuerung bei der Übertragung der Champions League gilt auch für Bayern. Ab dieser Spielzeit wird die Königsklasse bei DAZN übertragen. Da bleibt nur noch die Frage offen, auf wen der FCB in der Gruppenphase des Wettbewerbs eigentlich trifft. Goal hat alle Informationen zu Bayern Münchens möglichen Gruppengegnern in der Champions League. Wann ist die Auslosung der Gruppenphase? Am Donnerstag, den 30. August 2018 um 18 Uhr in Monaco wird die Ziehung der Champions League-Gruppen vorgenommen. Dann werden die Bayern wissen, über welche Mannschaften der Weg zum Titel beginnen wird. Die Auslosung der Champions League-Gruppen im Livestream sehen, so geht's der ZN, zeigt das Event übrigens live und in voller Länge im Livestream. So seid ihr hautnah dabei, wenn der deutsche Rekordmeister seine Gruppengegner zugelost bekommt. In welchem Lostopf ist der FC Bayern München bei der Champions League-Auslosung? Qualifiziert hat sich der FC Bayern München für die Champions League über den souveränen Meistertitel in der Bundesliga. Auch im letzten Jahr führte in der höchsten deutschen Spielklasse kein Weg an den Roten vorbei. Durch die Meisterschaft haben die Bayern aber noch etwas anderes erreicht als einen Titel und die Qualifikation, sie sind bei der Auslosung in Top 1 vertreten. Dadurch gehen sie den potenziell stärksten Gegnern aus dem Weg. FC Bayern, das sind die möglichen Gegner in der Champions League, haben die Bayern wieder ihr viel besprochenes mystisches Losglück. Ob es das nun gibt oder nicht, hoffen werden die Fans des Rekordmeisters darauf, denn sowohl eine Hammergruppe als auch leichte Lose sind möglich. Hier zunächst alle Töpfe in der Übersicht: CL Auslosung, Lostopf 1, Real, Bayern und Co. Die ganz großen Teams: Topf 1 Land Real Madrid Spanien, Atletico Madrid Spanien, Barcelona Spanien, Bayern München Deutschland, Manchester City England, Juventus Turin Italien, Paris Saint-Germain Frankreich, Lokomotive Moskau Russland. CL Auslosung, Lostopf 2 BVB, United und Co. Top 2 Land Borussia Dortmund Deutschland, FC Porto Portugal, Manchester United England, Shakhtar Donetsk Ukraine, SSC Neapel Italien, Tottenham England, AS Rom Italien. Fragezeichen. CL Auslosung, Lostopf 3, hier befindet sich der FC Schalke. Top 3 Land FC Schalke 04 Deutschland, Olympique Lyon Frankreich, AS Monaco Frankreich, ZSKA Moskau Russland, Ajax Amsterdam Niederlande. Fragezeichen. Fragezeichen, 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 CL Auslosung, Lostopf 4, Hoffenheim, Galatasaray und Co. Top 4 Land Club Brügge Belgien Galatasaray Türkei Inter Mailand Italien TSG Hoffenheim Deutschland AEK Athen Griechenland Young Boys Bern Young Boys Bern. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Einige Plätze in den Töpfen sind, wie ihr seht, noch frei. Das hängt damit zusammen, dass in den Playoffs erst ermittelt werden muss, wer noch in die Champions League einzieht. Diese Duelle stehen noch an, Datum Uhrzeit Partiday 28. August 21 Uhr Dynamo Zagreb, Young Boys Bern, in Spiel 1:1. Dienstag 28. August 21 Uhr AEK Athen, Videoton FC, in Spiel, 2:1. Dienstag 28. August 21 Uhr Dynamo Kiew Ajax Amsterdam, in Spiel 1:3, Mi, 29. August 21 Uhr FC Salzburg, Roter Stern Belgrad, in Spiel, 0:0.
Mi, 29. August 21 Uhr PSV Eindhoven, Bate Borisov in Spiel 3:2, Mi, 29. August 21 Uhr PAOK Saloniki, Benfica Lissabon, Hinspiel 1:1. Daraus ergeben sich dann diese Einschränkungen, je nachdem wer sich nun qualifiziert. PAOK, sollte sich PAOK qualifizieren, wäre der Verein definitiv in Top 4. FC Liverpool, sollte Benfica nicht die Gruppenphase erreichen, würden die Reds sich in Top 2 befinden. Roter Stern Belgrad, kommt Belgrad gegen Salzburg weiter, befinden sie sich in Top 4. FC Valencia, in dem Fall, dass sowohl Benfica, Salzburg und Bate weiterkommen, würde Valencia noch in den vierten Topf abrutschen. PSV Eindhoven, wenn Salzburg oder Benfica Lissabon scheitern, würde PSV es noch in Top 3 schaffen. Bate Borisov, qualifizieren sich die Weißrussen, sind sie im dritten Topf. Viktoria Pilsen, nur wenn sowohl Salzburg als auch Benfica scheitern, würden die Tschechen es noch in den dritten Topf schaffen. FC Bayern, die Gegner in der Champions League könnten Tottenham Hotspur oder AS Monaco sein, da der FC Bayern München wie schon gesagt in Top 1 steht, bekommt er jeweils einen Gegner aus den Töpfen 2, 3 und 4. Duelle gegen eine andere deutsche Mannschaft sind noch nicht möglich. Wir spielen einmal zwei mögliche Varianten durch, trotz der Ziehung aus Topf 1 kann es eine Hammergruppe geben, aus Topf 1, FC Bayern München aus Topf 2, Tottenham aus Topf 3, AS Monaco aus Topf 4, Inter Mailand. Es kann also durchaus für die Münchner zunächst darum gehen, die Gruppenphase überhaupt zu überstehen. Es geht aber auch anders. Mit etwas Losglück bekommt der FC Bayern machbare Gegner in der Gruppe, aus Topf 1 FC Bayern München aus Topf 2, Benfica Lissabon aus Topf 3, Bate Borisov aus Topf 4, AEK Athen. So wäre das Achtelfinale und Platz 1 in der Gruppe natürlich ein Muss für die Bayern. Champions League, die Gegner des FC Bayern im letzten Jahr in der letzten Spielzeit wurde der FC Bayern München in Gruppe B gelost. Dort bekam es der deutsche Rekordmeister mit Paris Saint-Germain, Celtic Glasgow und dem RSC Anderlecht zu tun. Nach anfänglichen Problemen und der Niederlage gegen PSG noch unter Carlo Ancelotti wurde man unter Jupp Heynckes wieder besser. Letztlich musste man aber den Franzosen Platz 1 überlassen, das nur wegen der Tordifferenz. Im Achtelfinale trafen die Münchner dann auf Besiktas. Die Türken wurden locker und souverän mit insgesamt 8:1 aus dem Wettbewerb geworfen. Auch im Viertelfinale hatten die Münchner dann Losglück, auch der FC Sevilla konnte eliminiert werden, auch wenn es diesmal deutlich enger zuging. Insgesamt zog man mit einem 2:1 in die nächste Runde ein. Im Halbfinale dann war dann Schluss für den FCB, Real Madrid erwies sich wieder einmal, wenn auch mit Glück, als zu großer Gegner. Ist auch in dieser Saison wieder das Halbfinale oder sogar mehr drin. Mehr zur Champions League und dem FC Bayern München.